Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar sind wir das erste Mal jetzt nach dem Pre-Patch, also sprich 8.0, am Start. Und ja, da so ein bisschen ein paar Sachen genervt worden sind. Ich habe da ja schon mein Video dazu gebastelt, was genauso alles schlechter an EP bringt. Habe ich mir überlegt, ich teste mal ein paar Alternativen, die man quasi... wie man an EP kommt, und mir wurde da was gepostet, und zwar eine Flugroute, wie man Erze und Kräuter mitnehmen kann, um relativ viele zu bekommen und relativ gut EP zu kriegen. Und ich will das jetzt nicht die ganze Aufnahme machen, ich will das jetzt nur einmal abfliegen und mal gucken, was da rumkommt und ob sich das lohnt, weil wie gesagt, Instanzen sind, naja, nicht mehr wirklich lohnenswert und vor allem auch noch mal ein bisschen schwieriger. Und das allererste, was wir machen, ist mit einer Stadtwache quatschen und uns die Berufe holen, die wir denn brauchen. Und zwar Berufsausbilder brauchen wir und wir brauchen Kräuterkunde als erstes. Ah, der muss direkt hier sein. Warte mal, ist der vielleicht... Der soll genau hier... Ach, warte mal. Oh, warte mal, hier, Schar ist da. Den bin ich ja mit dem zweiten Account am Abklopfen. Hier, Kräuterkunde-Lehrer. Ja, wunderbar. Der jetzt hier noch zweites. Ach, Kataklysmen-Kräuterkunde kriegen wir auch. Warte mal, aber MOP-Kräuterkunde habe ich hier nicht, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir in MOP Kräuter aufmachen können. Wir werden es jetzt mal testen, weil das ist ja jetzt dieses neue System, wo jeder Content quasi seine eigene Skill-List hat. Ich weiß nicht, wie es bei Sammelberufen ist. Das werden wir jetzt einfach mal rausfinden, würde ich mal sagen. Gehen nach MOP und gucken mal. Oh, warte mal, Bergbau hatte ich schon, ne? Ja, ich bin mir relativ sicher, dass ich Bergbau schon hatte. Ich habe nämlich vorher schon mal ein Erz aufgemacht und das hat irgendwie 4000 irgendwas EP gebracht. Jetzt schauen wir mal, können wir das, gleichzeitig, okay, hier, Mineralien und Kräuter. Das konntest du, früher, weiß ich noch, zu Classic konntest du nicht beides gleichzeitig anzeigen lassen. Und wir müssen jetzt einmal rüber ins Tal fliegen. Welches Level ist der Char? Der Char ist 89 und ihr seht hier, wir haben 158.000 von 562. Also wir werden jetzt einmal die Route abfliegen, vielleicht ein zweites Mal, je nachdem, wie viel EP es bringt. Und dann schauen wir mal, wie viel wir kriegen. Warte mal, hier unten können wir doch mal eins abbauen. Schauen wir mal, was war, ob wir... Oh, schau mal, wie viel Zeug hier rumflackt, ne? Aber vom Dings kann ich es, glaube ich, noch nicht abbauen. Also wir kriegen... Ja gut, 2000 kriegst du halt, ne? Es ist halt jetzt nicht so geil. Da bräuchtest du eigentlich dieses Dunkel... Wie heißt denn das? Da gibt es so ein Feuerwasser. Das weiß ich noch. Und es gab hier in MOP so Handschuhe, wo du quasi Dings gekriegt hast. Es gab so Handschuhe, wo du schneller abbauen konntest. Das weiß ich noch. Hm. Also hier flackt auch ein Haufen Zeug rum, ne? Aber du kriegst halt 2000 EP. Ich weiß halt nicht, ob sich das so rentiert, ne? Genau, Dunkelmond Feuerwasser kannst du schneller abbauen, das zum einen. Und mit diesen Handschuhen konntest du auch nochmal schneller abbauen. Ich glaube, die Handschuhe, da hinten gab es einen Rare Mob. Komm, wir fliegen jetzt, oder obwohl, der hat die, glaube ich, nur zu 100% Chance gedroppt, ne? Invasion in Sturmheim ist auch noch am Start. Müssen wir da halt auch mal noch vorbeigucken. Ich habe nämlich noch meinen Monk. Der ist nämlich auf 89. Den muss ich nämlich auch noch mal hochbasteln auf 110. Ich hätte es schon fast 120 gesagt. Um dementsprechend den Dings zu bekommen. Achso, im Fliegen geht das nicht? Also übrigens mit dem Goblin-Schredder könnt ihr das gleiche wie hier ich als Druid. Also quasi vom Mount aus looten. Aber leider nur Kräuter und keine Erze. Wenn es mal irgendwas geben würde, dass du beides machen kannst. Ach, das haben sie jetzt rausgemacht, ne? Also kannst du vom Fliegen nicht mehr. Ich meine, das ging mal, dass du noch fliegen konntest. Aber ich habe letztens was Cooles entdeckt. Kann ich euch gleich mal zeigen, wenn uns der nächste Mob angreift. Und zwar kannst du beim Druiden zu C benutzen, obwohl du im Fluggestalt bist. Und das ist irgendwie richtig komisch. Warte mal, da hinten, da haben wir es, glaube ich, dann gleich. Und jetzt adden wir hier mal den Mob absichtlich. Schau, den habe ich jetzt geaddet. Jetzt drücke ich hier mein CC und ich bin immer noch in der Fluggestalt. Das wusste ich nicht. Du kannst quasi aus der Fluggestalt raus CC'en. Und das Ding hier ist übrigens ein Mars-CC und hat 30 Sekunden Abklingzeit. Also ich glaube, den Stun kann ich nicht benutzen. Nee. Ja, den Stun kann ich nicht benutzen. Aber ich kann den Dings benutzen. Den Raw kann ich benutzen. Das ist schon sehr cool.
Ja, komm, 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 komm. Ach, fick dich. Okay, das lassen wir liegen. Also ich gehe nachher drüber zu der Route, die mir empfohlen wurde. Ich will jetzt bloß ganz schnell gucken. Ich glaube, hier oben irgendwo war's. Da war ein Mob, der diese Handschuhe gedroppt hat. Nein, wir können ihn jetzt einfach mal einmal umhauen und wenn es droppt, dann nehmen wir es mit. Wenn es nicht droppt, dann nehmen wir es nicht mit. Das ist jetzt hier eher testbezogen. Was ich sagen wollte, wenn ihr erholt seid, kriegt ihr sowohl durch Erze als auch durch Kräuter doppelte EP, also quasi wie bei Mobs, ne? Also quasi würde ich hier nicht 2200 kriegen, sondern halt 4400 und ein paar zerhackte, ne? Also quasi das Doppelte einfach. Also wenn man erholt ist, lohnt sich das natürlich einen Ticken mehr noch. Das Zeug hier soll irgendwas. Ach, da, schau, da ist eine Pflanze. Vor allem, wenn man dann halt noch was abbaut, was man. Nö, ich glaube, das ist gewollt, dass du den CC benutzen kannst. Also ich glaube nicht, dass das ein Exploit ist. Das kannst du in der Fluggestalt nutzen. Es ist mir halt letztens mal aufgefallen, ne? Als ich in der Fluggestalt war, das gedrückt habe und das dann komischerweise durchging, ne? Wo ich mich sehr gewundert habe. Und das macht den Druid halt noch stärker, ne? Weil jetzt kommt hier so ein Scheiß an. Ich drücke meinen Mast-CC und die sind halt beide komplett weg-CC'd, ne? Oder sogar drei. Also da kannst du. Also was Besseres gibt's halt. Oh, okay, das werde ich nicht looten. Hier gab es, glaube ich, irgend so einen Rare-Mob, aber ich weiß nicht mehr genau, wo der war. Okay, da steht drauf, in allen Gestalten einsetzbar und die Druid-Gestalt ist ja eine. Ne, also die Fluggestalt ist ja eine Gestalt. Jetzt da. Ausweichchance. Okay, nicht schlecht. Oder. Irre ich mich, aber ich glaube, hier war dieser Mob, den man quasi killen konnte, aber der ist anscheinend nicht hier, ne? Der war, glaube ich, hier irgendwo rum, oder war der, oder nee, der war eins weiter gestanden. Ich glaube, der hinten war der, ne? Und dann können wir ja runterfliegen und das einmal testen. Du wolltest verunsichern. Was bist denn du für ein Assi, weißt du? Hat bei mir Mod im Stream, aber versucht mich erstmal zu verunsichern. Unglaublich, diese Leute. Da ist ein Erz drin in dem Ding. Warte mal, ist das der Rare Mob? Nee, der Rare Mob ist da in dem Loch drin, oder? Hab ich den alleine umgehauen oder ist das ein Sack? Vielleicht hat denn der 60. Boah, 60.000 ist aber einiges. Oder wirst du. Oh, Kacke, dieser Bananenboomerang, der haut aber gut rein. Oh, war ja, das dauert eine Weile, den umzuboxen. Was habe ich da drauf? Littener Schaden um 10. Oh, Scheiße, das Ausflippen, wenn ich das erwischt hat, das hat ja, glaube ich, richtig Schaden gemacht. Was ist denn mit dir verkehrt? Vor allem in diesem kleinen Raum. Wie willst du denn da vernünftig ausweichen? Wie? Kann ich den stunnen? Okay, ich kann den stunnen. Oh, meine Heilung macht ganz schön viel Heilung. Okay, gut. Er darf mich bloß nicht erwischen mit dem Ding. Ach, Scheiße, ich krieg halt immer mehr. Ich krieg halt immer mehr Damage, ne? Weil er mir das immer weiter hochsteckt. Das krieg ich schon 15% mehr. Wenn er mich mit dem Ausflippen trifft, dann. Ich muss das Ausflippen unterbrechen, glaube ich. Kann ich das? Ah, schau, ich kann das Ausflippen unterbrechen. Ah. Die MOP-World-Bosse, oder was heißt World-Bosse Rares, die waren doch relativ cool, weil du da sogar Taktiken spielen musstest. Zumindest in einem gewissen Rahmen. Aber ich kann ihn ja, ich kann ihn CC'en, das ist ganz gut. Also, immer wenn er sein Shit macht, kann ich halt einmal ein CC draufhauen und dann passt das eigentlich wieder. Okay, ich habe noch keinen CC. Oh, super, jetzt habe ich ihn nicht erwischt. Oh, fuck it. Alter! Okay, das ist. Der Typ ist eine Bitch. Ist das, wenn man alle CCs auf dem Cooldown hat? Nee, 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 hier. My friend. Also weh, der droppt das Ding jetzt nicht, ne? Was, er macht schon wieder ausflippen? Was ist denn mit dir? So, jetzt ist mein zweiter CC dafür draufgegangen. Jetzt habe ich nichts mehr. Wenn jetzt nochmal ausflippt, bin ich am Sack. Wie lange hat das jetzt noch Cooldown? 21 Sekunden. Dann schauen wir mal. Also sag mir jetzt nicht, dass das der falsche Rare Mob ist, weil ich kämpfe gerade echt lang gegen den, ne? Wenn es jetzt der falsche ist, dann. Vor allem, wenn er mich jetzt nur umbrezelt, ne? Kämpft dann gegen 2 Minuten gegen den Typen. Fast 3 Minuten. Schau mal, mein Ding ist fast schon wieder ready. Krasse Scheiße.
Nein, 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 der macht nochmal ausflippen. Uiuiui, was ist das? Der Typ hat jetzt, der hat 13.000 EP gebracht. Nee, das ist das falsche Teil. Wop, wop, wop. Warte, ich glaube, das war der falsche Ramp-Up, oder? Oder ist das... War das jetzt der falsche Mob? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, irgendeiner hier oben hat diese Handschuhe droppen lassen. Oder war das diese Rune? Da gab es eine Rufrune, ne? Jan, hey, grüß dich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, muss ich ehrlich gestehen. Das ist schon ein bisschen zu lange her. So, egal, wir haben das Ding nicht gekriegt. Ist wurscht, wir haben jetzt auch kein Feuerwasser. Ist jetzt vollkommen egal. Wir fliegen jetzt mal rüber zu der Route, die mir empfohlen wurde. Wir fliegen die jetzt mal ab und schauen, wie lange das dauert und wie viele EP wir davon kriegen. Einfach mal aus Testzwecken. Ich glaube aber, 2200 EP pro Ding ist ein bisschen wenig. Ne? Also, ich glaube, da gibt es effizientere Sachen. Es geht zwar relativ schnell, ne? Weil du kannst da hin. Lootest das weg und fliegst weiter. Und wenn da sehr, sehr viele sind, davon gehe ich jetzt mal aus, dann wird das schon einigermaßen zügig funktionieren. Bloß, ja. Ach, da ist auch wieder ein Sternchen, aber. Nee, ich mache jetzt nicht noch einen Ramp-Up, so lange wie es gedauert hat. Welches Addon? Boah, ich habe ziemlich viele Addons. Das hier, oder was meinst du? Hier, nee, das sind lauter Ledersachen. Everything habe ich jetzt drauf. Das ist das Addon. Das zeigt dir alles Mögliche an, was du noch sammeln musst. Dann habe ich, Can I Mog It? Mog It? Oh, ich muss fix. Warte, Fenster zu machen, hier regnet's rein. Sodaloda, da sind wir wieder. Sorry, ich musste hier mal kurz gucken, es hat gerade ein bisschen reingeschüttet. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir ist den ganzen Tag schon am Nieseln und am Regnen und ach, ärgerlich. Ich hatte heute Nachmittag die ganze Zeit Kopfschmerzen, deswegen jetzt geht's wieder einigermaßen. Also eins von den Addons müsste es sein. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich da ziemlich viele jetzt mittlerweile drauf habe, weißt du, und irgendwann blickst du nicht mehr durch. Echt? Schau hier, in-game regnet es auch schon. Da geht's los, es passt sich an. So, jetzt fliegen wir mal an den Startpunkt. Oder warte mal, wo starten wir jetzt? Jetzt gucken wir nochmal. Also, die Route ist quasi so rum, so hoch hier rum. Ich würde sagen, wir fangen hier oben mal an. Also gerade, dann hier runter. An der Ma Ja, gut, okay, das kriegen wir schon hin. Also, wir fangen hier oben an. Ich fliege dann so rum. So rum. So, und dann ging es hier, glaube ich, hoch, oder? Warte mal, habe ich das jetzt richtig gezeichnet? Ach nee, dann muss man hier nochmal runter, rüber. Okay. Gucken wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ach, was, nur Stoffklassen? Das ist ja dumm. Das ist ja richtig dumm. Stimmt, es waren Stoff-Items, dass die damals jeder tragen konnte. Das ist schon wieder diese Kacke von diesem Personal Loot, weil du dann nur noch das kriegen kannst, was für dich auch loot-technisch sinnvoll ist. Was halt totaler Käse ist, wenn du auch mal, wie hier zum Beispiel, ein Stoff-Item haben willst, ne? Das haben die halt extra als Stoff-Ding gemacht, dass es halt jeder tragen kann. Ja, das ist halt wieder Blizzard. Blizzard. Da haben sie Sachen wieder nicht zu Ende gedacht. Also hier startet das Ganze quasi. Warte mal, ich glaube, ich blende jetzt aber mal Pets aus, weil sonst ist die Map zu voll. Oh, und der Char spawnt gerade, sehe ich. Den nehme ich kurz mit und dann würde ich sagen, fangen wir hier mal an. Galleon ist mittlerweile passé, weil Galleon habe ich mittlerweile. Und jetzt ist bloß noch Char auf dem Plan. Wobei, im Moment mache ich das mit dem 2 Millionen Gold-Event gar nicht, weil ich mir gar nicht sicher bin, wie es jetzt mit dem Loot, mit der Loot-Umstellung ist, ob man das Zeug handeln kann, wisst ihr? Das muss ich erstmal noch recherchieren, ob man da irgendwie was rauskriegt. Aber im Moment steht nichts auf WoW-Head, ob es funktioniert. Weil es bringt ja nichts, dass ich euch jetzt hier eine Gruppe mit Leinladen lade und sage, ihr kriegt 2 Millionen Gold und dann kriegt ihr das mal und dann kann man sich handeln. Das wird ja auch keinen Sinn machen, wisst ihr, was ich meine? Also deswegen müssen wir dahingehend nochmal schauen. Oh, mit dem habe ich jetzt alle fertig.
Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es dann genau machen. Fangen wir hier einfach mal an. Also, wir haben jetzt 216.000 EP und wir haben 43. Na, jetzt fangen wir hier mal an und machen mal das erste auf. Oder ich kann mir einen Timer machen, ich bin ja blöd. Timer. Timer. Machen wir hier einfach an. Dann schauen wir mal, wie lange wir für so eine Runde brauchen. Achso, im Fliegen geht's ja wieder nicht. Desorientieren. Der kickt mich sogar weg, der ist Drecksviech. Dann bauen wir einfach mal alles ab, was hier rumhängt. Und wir können auch mal gucken, wie viel Gold wir da mitmachen, ob das dann irgendwas wert ist, ne? Also wir sollen jetzt erstmal hier quasi so lang fliegen, ne? Tutti kompletti. Okay, da haben wir auf. Wobei, ehrlich gesagt, im Jadewald war fast mehr, was ich gesehen habe, ne? Also hier, da oben, wo ich vorhin war, da waren ja 10.000 Dinge. Hier ist irgendwie gar nichts. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ob das halt dann so richtig gut was taugt. Das müsste man halt gucken. Hier haben wir wieder eins. Na. Die muss ich halt jetzt schon töten. Weil das halt so lang dauert, das Zeug. So, jetzt aber. Kommt schon der nächste wieder. Dreckige Schildkröte. Zum Glück gehen die gut tot. Das hält natürlich auf hier. Aber gut, wir müssen es ja unter Realbedingungen testen. Da musst du eh abmounten, ne? Das bringt dir nichts. Erze gehen schneller, ne? Als Kräuter. Ich glaube, dafür waren auch die Handschuhe gut. Nee, und um vielleicht das nochmal zu erläutern. Ist das. Ach, das nee, ist auch Geistereisen. Da gab's auch noch was anderes, ne? Als Geistereisen. Hat der den Char schon? Ja, der hat den Char schon, okay. Hier gibt es auch noch so Pule, da ist glaube ich dieses Ding rausgekommen, oder? Hier. Diese Hymnonie-Dinger. Diese Partikel und dieses Zeug, ne? So, achso, warte mal, da haben wir wieder ein Erz. Ja, doch, da ist schon ein bisschen was, aber ich meine, im Jadewald war fast mehr gestackt aufeinander geflackt. Muss jetzt bloß gucken mit dem zweiten Account gerade mal, welche. Aluna hat noch einiges offen. Ich weiß. Achso, warte mal, das können wir mitnehmen. Ich weiß früher, dass man hier gefarmt hat auf dem Ding, ne? Weil da verdammt viel lag. Das weiß ich noch so grob, aber. Naja, gut, hier wird es jetzt langsam schon mehr, ne? Da sind schon einige auf der Map. Müssen wir das auf eine Taste legen? Soll ich jetzt ein bisschen vom Pfad. Wenn ich jetzt ein bisschen vom Pfad abkomme, sind fast noch mehr, ne? Greift er mich an? Nö, das juckt ihn nicht. Das habe ich vorhin aber nicht gesehen. Das Ding. Da haben wir noch einen. Das ist wahrscheinlich alles überhaupt nichts wert, das Zeug. Ach so, warum habe ich denn keine Preise im Moment dran? Ah, ich habe Trade Skill Master vorhin ausgemacht. Okay, das muss ich dann wieder anmachen. Das hat rumgebuggt, wo ich die Communities erstellt habe. Und übrigens, die Communities sind ab sofort in der Videobeschreibung, falls ihr euch das fragt, beziehungsweise auch hier in der Streambeschreibung. Könnt ihr gerne reinjoinen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und mal gucken, mal mit anderen Leuten chatten und so. Also da gibt's einige Möglichkeiten. So, mit dem. Ach nee, der hat hier Vindicar nur noch. Da ist das Ding. Ah, goldener Lotus, genau. Das ist das, was früher ein Haufen Gold wert war. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch wer haben will. Echt? Geht ganz gut bei dir. Ja, wir können ja auch hart mal gucken, was das Zeug dann wert ist. Ich werde jetzt die Route mal auf jeden Fall einmal abfliegen, so wie sie beschrieben ist. Und dann gucken wir mal, wie viel EP es bringt. Da können wir auch gerne gucken, wie viel Gold es bringt. Also, ich glaube, das hier, ob sich das lohnt, okay. Wir töten es jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt halt nicht, wie schnell wir die gekillt kriegen. Die bringen bestimmt auch noch ein bisschen EP. Okay, die Kleinen bringen 100 EP. Das kannst du dir in den Hintern schieben und zwar komplett. Siehst du das? 100 EP. Das ist es nicht wert. Die bringen 700 und der bringt wahrscheinlich 1000, oder? 1800? 1200. Oh, einen Schatz habe ich gekriegt. Da drauf. Glück. Ah. Trillium.
Aber hier ist ein Haufen Stuff. Ich glaube, das ist dieses 100, nee, das 90er Gebiet dann quasi, ne? Und das bringt dann ein bisschen mehr. Das geht wieder nicht im Fliegen. Okay, das ist halt Kacke, ich muss dann ganz am Boden runter. Aber hier sind halt 10.000 Viecher. Also, ich glaube, das ist eher halt nicht unbedingt so prickelnd zum Abbauen. Weil wahrscheinlich hier ein Haufen Goldlotus auch ist, oder? Nee, Teepflanzen, die kriegst du ja überall. Also, die würde ich jetzt nicht unbedingt. Aber hier ist schon viel. Also, da kann man nicht motzen. Das läuft schon bugfrei. So weit bei mir schon, ja. Tatsächlich. Ob ich zufällig kurz Zeit habe? Nein, ich habe gerade zufällig keine Zeit, weil ich hier was testen will. Gerade bin ich hier was am Testen. Muss ich gleich zurückschreiben. Also hier ist schon viel. Da kann man nicht motzen. Muss halt bloß ein bisschen schauen, dass man nicht alles edit. Ja gut, das hatte ich ja vorhin geguckt. Das ist ein bisschen schwieriger. Ja gut, das kriege ich nicht, das kannst du knicken. Das kriege ich nicht. Alter, okay, da ist richtig viel. Was meinst du, da kann ich immer nur hin und her fliegen? Ja, das weiß ich nämlich auch noch. Da hat man früher quasi krass gefahren, da hat man sich diese Potion auch noch reingehauen. Ich weiß gar nicht, die könnte man sich auch noch, gibt es ja diese Potion of Luck. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch so viel bringt, aber wenn du die damals reingehauen hast, ein paar Mobs gekillt hast, dann hast du da ziemlich viel gekriegt. Ach, Kacke, jetzt haben wir so ein Viech hier. Aber ich hab doch meine Nachtelfen-Unsichtbarkeit irgendwo, oder? Hier. Ah nee, das ist ja ein Hordler. Der hat das nicht. Meine Druids sind normalerweise immer alle Nachtelfen, weißt du? Deswegen ist das da eigentlich relativ easy. So. Ich weiß es, aber ich glaube, so schnell spawnt es auch nicht, ne? Ich muss hier wahrscheinlich schon ein bisschen hin und her. Schon ein wenig. Obwohl, da hinten ist schon wieder was gespawnt, ne? Also, das geht hier schon ganz gut ab. Ich muss bloß hier gerade noch zum Schar weiter. Oh, da unten ist auch noch mehr. Zum Schar weiter. Also, ich kann ja jetzt mal quasi auf dem Hügel bleiben, bis hier nichts mehr ist, ne? Aber ich glaube, so schnell dürfte es auch nicht spawnen, weil da hinten die Mobs, die will ich jetzt nicht unbedingt umhauen, weil das wird dann fast zu lang dauern. Wie lange haben wir denn? Wir haben jetzt 7 Minuten, wir haben 216, also 100k habe ich jetzt schon fast gemacht, ne? Ja, es ist nicht so verkehrt, muss ich sagen. Wenn man jetzt vielleicht noch die Handschuhe und das Feuerwasser hat. Eventuell. Oh, habe ich das doch mal weggelootet. Na ja, gut, an das Erz kommst du nicht ran. Und die Pflanze komme ich. Und du hast halt dann noch, theoretisch, hast du dann noch ein paar Sachen, die du verkaufen kannst. Das müsste man dann halt ehrlich gesagt gucken, wie viel Gold man dafür kriegt, ne? Das weiß ich halt nicht. Also, ich kann mir vorstellen, für das Erz zahlen die Leute ein bisschen was, weil das brauchst du, glaube ich, unter anderem für diesen komischen Golem, ne? Also deswegen wirst du es noch los, aber ich weiß jetzt halt nicht, die Teepflanze, ob die du für irgendwas noch gebrauchen kannst. Das vermute ich halt eher mal nicht. Na, schau mal an, aber hier ist anscheinend schon wieder was respawnt oder ich habe das noch gar nicht abgebaut. Aber wo gibt's denn Trillium und so ein Käse? Weil das ist, glaube ich, noch ziemlich viel wert, ne? Weil das hast du ja hauptsächlich auch gebraucht für diesen komischen Schredder. Wie viel kriegt man für eine Quest? Ich glaube, es sind 19.000 EP. Ah, schau mal, das war. Ich hab gerade gemotzt, Trillium und so, und schon kriege ich Trillium. Da war gerade Trillium drin. Hier, ein schwarzes Trillium habe ich gekriegt. Aber ich krieg keine Skillpunkte. Weißt du, was ich glaube? Dass ich wahrscheinlich mehr rauskriegen würde, wenn ich Skillpunkte hätte, oder? Kann das sein? Weil ich bekomme immer nur ein einziges. Und ich könnte mir vorstellen, dass. Ah, oh, schau mal, hier ist wieder Ding.
dass wenn ich das MOP-Zeug hätte, dass ich hier auch Skill-Punkte kriege und dann vielleicht auch mehr krieg. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt meine Ausbeute, die ich quasi so nach 10 Minuten etwa habe. Okay, also hier kommt nicht mehr raus. Wisst ihr, was ich jetzt mal kurz mache? Ich fliege jetzt mal. Also etwa 10 Minuten habe ich jetzt für den Shit gebraucht. So, ne? Pi mal Daumen. Jetzt fliege ich mal rüber und lerne mal kurz die Beru also hier die das MOP-Ding. Und schau mal, ob es dann theoretisch mehr geben würde. Also seht ihr hier, das geht nämlich gar nicht hoch. Ich habe hier keinen einzigen Skill hochgekickt, weil ich hier nur Kataklysmen und Ding habe. Schau ich mal, ob ich das im Schrein lernen kann. Ja, und ich muss hier wieder Ding anmachen, wisst ihr? Im Trade Skill Master, dann zeigt es mir, glaube ich, das Zeug auch wieder an. Das habe ich bloß vorher ausmachen müssen, weil es was gebuggt hat, wo ich bei den Community das einstellen wollte. Okay, es kann natürlich auch sein, dass es ganz normal ist, aber für was bräuchte ich dann noch einen Bergbau oder einen, also dann kannst du die Skillung auch komplett schenken, oder? Aber weil was bringt dir dann noch eine Skillung für Bergbau, wenn du kein, also weißt du, wenn du alles abbauen kannst, weil ich habe ja Bergbau und Kräuterkunde habe ich ja gerade erst gelernt, ne? Also ich bin null bei dem Zeug. Und was würde es bringen, einen Skill hoch zu skillen, der dir einfach null bringt. Also das wäre ja irgendwo sinnlos, oder? Also seht ihr ja sicher auch so. Warte mal. Ach scheiße, das ist das Ali-Ding. Fuck! Ich bin ja Horde. Ah! Nein! Dammit! Gewohnheit. Okay, wie komme ich da jetzt wieder raus aus dem Lager? Wahrscheinlich gar nicht. Shit! Die haben mich verdroschen und zwar übel. Ja, mein Glücksbuff ist aber geblieben, ne? Vom Lotus. Jetzt schauen wir mal, ob ich da wieder rauskomme aus dem Laden. Das war jetzt dumm. Das war jetzt ein bisschen dumm, würde ich mal sagen. Ah, da komme ich wieder raus aus dem Laden. Hoffe ich zumindest. Seht ihr, durch dieses ganze Weiße werde ich halb durchsichtig hier. Ja, ihr könnt mich auslachen. Das war jetzt blöd. Jetzt hoffe ich, dass ich mich hier wieder beleben kann, ohne dass ich gleich wieder gekillt werde. Das wird wahrscheinlich schwierig. Huch, bin weggekommen. Also ich muss jetzt quasi zur Hordenbase. Oh, ne, ich bin immer noch Infight. Ich muss zur Hordenbase rüber und dort das mal lernen. Ich weiß nicht, aber früher hast du doch, glaube ich, mehr. Also, doch, ich weiß noch, als ich hier in MOP gefarmt habe, da gab es nämlich, also nicht Pigmente, sondern du hast von der Teepflanze hast du Fetzen gekriegt und die Fetzen konntest du dann zusammenstellen zu ganzen Dingen und das war bei den Erzen das gleiche. Ja, natürlich, aber es muss ja auch irgendeinen praktischen Nutzen haben, weil es gibt ja auch Leute, die Erfolge jetzt eher weniger interessieren, weißt du? So, jetzt muss ich mir bloß rausfinden, wo die einzelnen Händler sind. Speisen und Tränke. Hier sind schon mal keine. Also ich glaube, hier müssten ja dann die jeweiligen Lehrer irgendwo sein, ne? Oder sind die da drüben? Ja, das wurde ja wieder geändert. Deswegen interessiert es mich ja, was jetzt quasi Stand der Dinge ist. Okay, das ist ein Händler. Ebenfalls ein Händler. Das hier ist Schmiedekunst. Inschriftler. Alchemie für Zauberer. Bergbaubedarf. Kannst du mir auch. Ja, super. Bergbaubedarf bringt mir eigentlich wenig. Ich brauche eigentlich. Ich habe mal 10 plus mehr Bergbau. Das nehmen wir mal mit. Ich brauche ja keinen Bedarf, ich brauche ja den Trainer. Wo ist der Trainer? Zauberkunst? Warte mal, Rüstmeister, Berufsausbilder. Ah, Bergbau. Ernsthaft? Ich muss den fucking Jadewald dafür? Ist das euer Scheiß Ernst? Ich hasse euch. Okay, der ist im Jadewald und wo ist der andere?
Warum ist der Typ im Jadewald? Kann mir das einer sagen? Nee, warte, müssen neu einquatschen. Berufsausbilder. Kräuterkunde. Halbhügelmarkt. Ernsthaft? Okay, dem Halbhügelmarkt finde ich schon. Ich tu mir den. Hey, danke dir fürs Followen. Ich tu mir den anderen wieder rein. Berufsausbilder, Bergbau war das? Scheiß drauf, ich hab schnelles Fliegen. So lang brauchen wir da auch nicht hin. Weißt du, die ganzen Typen sind dort, aber die zwei für die Sammelberufe, da musst du wieder ewig rumfliegen. Aber mich interessiert das jetzt, ob das dir irgendwas bringt, wenn du die Berufe holst. Ja, wahrscheinlich, der ist gerade am Kräuter sammeln. Für den einen muss ich hier hin, für den anderen muss ich hier hin. Noch besser wäre gewesen, wenn sie einen hier hinpacken und einen da oben hin, weißt du? Dass du auch maximal fliegen darfst dafür. Es ist doch ätzend. Komm, jetzt nehmen wir hier die Sachen auf dem Weg mit. Achso, und dann sehen wir jetzt auch gleich wieder, was wert ist, ne? Ich habe ja jetzt Trade Skill Master angemacht, dann können wir gleich mal gucken gehen. Also. What the fuck, das ist fast 200 Gold wert, das Zeug. Das ist nix wert. Geht so. Da habe ich 1200 wert an Trillium. Okay, Elementium ist nicht so nicht viel wert. Was ist das hier wert? Ja, gut. Die Kräuter sind nichts wert. Die Erze sind was wert. Das geht. Also ich kann hier schau, das ist der Einzelpreis und wenn ich hier die Hochstelltaste drücke, sehe ich, was der Stack wert ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das vom Trade Skill Master ist oder ob das Standard Interface ist. Also das Trillium ist auf jeden Fall gut was wert. Das kann man machen. Also Trillium könnte man sogar theoretisch. Warte mal, wo ist denn jetzt die Mark? Der Mark ist. Warum ist denn jetzt die Markierung weg? Ich hab mir doch jetzt nicht. Warte, wo waren das denn etwa? Das war irgendwo hier, ne? Wahrscheinlich was. Ach komm. Also wenn dann was hier oder hier. Ich hatte doch extra mir die Markierung setzen lassen. Jetzt ist die wieder weg. Ja, der Bergbau, aber jetzt. Also ich glaube in einem von den beiden. Ich lege jetzt mal die Leger mal ab. Dann werde ich ihn schon finden. Hoffe ich zumindest mal. Ach komm, warum nehmen sie denn mir das Ding wieder weg? Das ist doch ätzend. Das ist eine super Level-Episode. Ich schaffe wahrscheinlich nicht mal ein einziges Level in der Episode hier. Aber ich will ein paar Sachen testen, weißt du? Das ist fast dann immer wichtiger, eine Mechanik zu verstehen von etwas Bestimmten, als dann nur hoch zu grinden, weil das hilft dir dann langfristig weiter. So. Warte mal, ist hier irgendein Typ, der mir sagt, ist hier so eine Stadtwache, der mir sagen kann, Bergbaulehrer? Linker Flugpunkt, sondern vor der Höhle. Hier. Da ist eine Höhle vor der Stadt. Okay. Schauen wir mal hin. Der andere war auf dem Halbhügelmarkt. Da ist ein Erz. Meins, meins, meins. Na, hier muss ein Bergbaulehrer sein. Hier sind viele Bergbauvorkommen. Ah, schau, da haben wir ihn doch. Gut, okay, also beim Bergbau lasse ich es mir noch eingehen, weil du ja verhütten kannst, ne? Aber was ist beim. Hä, hier soll irgendwas sein? Aber bei Kräuterkunde, da hast du ja keinen Mehrwert durch. So, jetzt würde ich sagen, fliegen wir zum Halbhügelmarkt rüber und bauen derweil hier alles ab, was uns in die Fänge kommt, quasi. Also, jetzt um auch nochmal neben dem EP-Faktor den Gold-Faktor zu sehen, hier die Pflanzen, die bringen gar nichts. Oder halt so gut wie gar nichts, ne? Da ist eine Teepflanze, bringt dir 2 Gold. Gut, die, die ich abgebaut habe, sind 60 Gold, aber das kannst du vernachlässigen. Stimmt, ich kann mir dieses Messer kaufen, aber ich weiß ja, also das habe ich eigentlich immer mit den ganzen Chars gehabt. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht, ob mir die quasi die Skillung bei den Abbauberufen überhaupt irgendwas bringt. Das weiß ich nicht. Und das will ich ja jetzt gerade testen, indem ich jetzt mir einmal Bergbau hole und danach noch Kräuterkunde. Also hier flacken halt echt viele, viele Teepflanzen rum, ne? Die bringen zwar kein Gold, aber zumindest ein bisschen EP. Hier sind die echt ein bisschen, ach da, ein bisschen tricky.
Man müsste mal in den Einstellungen rumstellen und alle Sachen, die man abbauen kann, irgendwie die Farboberfläche ändern, ja, und auf knallerot, dass du es besser siehst. Aber ich glaube, das wäre dann ins Spiel reinhacken oder so, und das will Blizzard, glaube ich, nicht. Das ist mal ein bisschen Autoflug. Ich muss nämlich nochmal umloggen und schauen, welcher Char noch den Char nicht umgehauen hat. Und zwar der Täler mit einer Welle drüber. Mein DH hat ihn noch nicht umgehauen. Dann werde ich mit dem mal einloggen. So, ach, das ist jetzt das erste Erz. Jetzt gucken wir mal, ob wir. Ich hab jetzt einen Skillpunkt gekriegt. Fertigkeit von Pandaria hat sich auf 17 erhöht. Ja, warte mal, habe ich jetzt gleich 17 Skillpunkte gekriegt oder wie darf ich das verstehen? Ich habe doch Pandaria eben erst gelernt. Also ich habe jetzt ein einziges Erz abgebaut. Nein, danke. Warte mal, ich möchte es auf Standard-Interface umstellen. Hallo? Alter. Ist das nervig. Das ist halt Trade Skill Master. So, jetzt probieren wir das ein drittes Mal. Standard. Okay, Bergbau Pandaria habe ich jetzt 17, ja? Obwohl ich es gerade erst gelernt habe. Und Classic habe ich 16. Hä? Okay, ich habe also ein einziges Erz abgebaut. Echt, haben die guten Boni auf Bergbau. Ach so, warte mal, es kann sein, weil ich ja die Axt hab. Obwohl, aber die dürfte ja da nicht in das Fenster reinziehen, ne? Das ist ja eigentlich nur nochmal oben drauf. Früher hast du ja immer eine bestimmte Stufe gebraucht, um überhaupt Sachen abbauen zu können. Also das weiß ich noch. Ne, es hat sich auf 18 erhöht. Also davon kriege ich jetzt nur eins. Okay. Aber ich krieg jetzt viel mehr Erz. Seht ihr das? Ich habe vorher immer nur eins bekommen. Jetzt kriege ich vier Erz, zwei Erz. Also ich krieg schon mehr. Warte mal, habe ich. Also Teepflanze kriege ich immer nur eine einzige. Sechs Erz? Warte mal, das war vor dem ich. Schau, da habe ich immer nur eins gekriegt. Siehst du das? Sobald du es geskillt hast, kriegst du quasi mehr. Also. Komisch, dass ich jetzt gleich am Anfang schon mehr krieg, ne? Aber das hat auf jeden Fall schon mal was gebracht. Oder? Also vielleicht ist es auch Zufall. Aber jetzt habe ich auf einmal 4 und 2 rausgekriegt. Davor habe ich immer nur 1 gekriegt. Jetzt schauen wir mal, ob es bei Teepflanzen gleich das gleiche ist. Ob ich dann auch mehr rauskrieg. Ja, weil irgendeinen Sinn muss es ja haben zu skillen, ne? Also, irgendeinen Sinn muss es ja haben, sonst wär's ja total senseless. So, wo ist jetzt der Dingslehrer? Also hier ist der Kochlehrer. Sollen wir mal kochen lernen? Einfach so just for fun? Nee, komm, das Zeug lernen wir jetzt nicht alles. Gibt's hier irgendwie so einen Hanswursten, der mir sagt, wo der Kräuterlehrer ist? Wahrscheinlich. Warte mal, kann ich mir hier oben irgendwie Berufslehrer anzeigen? Den Brief. Reparatur, Reagenzienstall. Tja. Stimmt, die Volksfähigkeit, da hast du recht. Deswegen habe ich wahrscheinlich schon jetzt einen höheren Skill. Das ist ja lustig, dass der da direkt angezeigt wird, ne? Tja. Hier. Das ist ein Kochlehrer, oder? Wahrscheinlich wieder. Das ist auch ein Kochlehrer. Das Dalaran for the win. Du musst jetzt die einzelnen Berufdinger immer in dem jeweiligen Dings lernen, in dem jeweiligen Content. Also ich kann nicht in Dalaran mir für das hier den Ruf holen, nicht den Ruf, hier quasi den Skill holen. Das funktioniert nicht mehr. Tja. Also wenn jemand weiß, wo der Typ ist, ne, es wäre mir sehr geholfen, wenn ihr mir das sagen könntet. Sonst suche ich mir wahrscheinlich hier einen Wolf, weil hier gibt es viele Mobs. Ja, das ist ein bisschen blöd. Also du musst quasi, wenn du jetzt. Nee. Also hier muss irgend. Aber hier gibt es auch keine Stadtwache, ne? Hier gibt es ewig viele neutrale Pandas, die aber nicht sagen wollen, wo. Also irgendwo hier im Halbhügelmarkt muss der Lehrer sein, ja?
Bloß wo ist jetzt natürlich die Frage? Das ist die Frage. Soll ich jetzt in jedes Gebäude reingehen? Nee, das wäre jetzt aber auch übertrieben. Das sind lauter Kochlehrer, ne? Also davon kriegst du nichts. Ja, jetzt könnte jetzt noch in dem Gebäude da oben irgendwo drin sein. Aber von euch weiß es auch keiner, oder? Ich finde immer das tolle Transmog von meinem Pala, oh, von meinem Druid besteigen. Was ist denn das für einer? Oh, nicht, dass der. Warum bin ich denn im War-Mode? Ups. Ja, ich habe anscheinend den War-Mode noch an. Nicht, dass ich umgeboxt werde. Das wollen wir möglichst vermeiden. Tja. Wo ist der Lehrer? Da unten sind auch noch Mobs, ne? Händler? Das sind lauter Questtypen. Der plus 15 Erfolg müsste noch gehen, aber ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ne? Ich hab den ja schon lang. Deswegen kann ich dir das nicht sagen. Vielleicht ist es doch einer von denen. Also, das ist ein Kochlehrer. Das ist wahrscheinlich auch ein Kochlehrer, auch. Auch ein Kochlehrer. Also, der soll hier definitiv sein, der Typ, ne? Ein, warte mal, der vielleicht? Ne, das ist aber auch ein Kochtyp, ne? Ja, auch ein Kochtyp. Was ist denn das hier? Warum geht denn das jetzt nicht mehr weg? Ach komm, fick dich doch, Relog. Ich hasse solche Bugs. Die du dann nicht mehr wegkriegst, da musst du reloggen, sonst. Ja, sonst google ich, wo der Händler ist, aber ich dachte eigentlich, dass ich den da finde. Er ist ja kacke, ist eine riesen City mit 10.000 NPCs, aber es ist natürlich keine Stadtwache, die dir sagt, wo der Typ ist. Ah, schau, das ist der Kunde. Ich hab's mir nämlich gedacht. So, okay, jetzt haben wir das gelernt. Jetzt haben wir quasi sowohl Kräuterkunde als auch Dings hier einmal. Als Beruf, bloß da sind wir halt jetzt noch null, ne? Und da haben wir jetzt nochmal extra Bonis. Es hat sich jetzt wahrscheinlich nicht gelohnt, den ewig zu suchen, aber egal. Durchgezogen. Okay, jetzt habe ich wieder 4 Erz gekriegt, ne? Also du kriegst da anscheinend schon mehr. Ja, schau mal, ich krieg 3 Teepflanzen. Ich habe Skill 1 oder Skill 2 jetzt. Also du kriegst definitiv mehr. Ich krieg jetzt das Dreifache und hier sogar das Vierfache. Und sogar, was ist denn das? Wassergeist. Okay, keine Ahnung, was das ist. Mit, nehmen wir mal mit, würde ich mal sagen. Warte, jetzt muss ich bloß den Zweitchar mal rüberfliegen. Also, wenn ihr das Zeug farmt, holt euch definitiv vorher den Skill. Schau, und deswegen testet man sowas. Und vertraut nicht auf irgendwelche Aussagen, die hier die meisten gebracht haben mit, nö, Skill brauchst du nicht holen. Das ist. Nach neuen Addon ist meistens alles anders. Deswegen solche Sachen testen, Mechanik checken, weil ich kann jetzt hier rumfliegen und immer 1 kriegen oder ich krieg zwischen 2 und 4, ne? Also zwischen dem Doppelten und dem Vierfachen raus. Also das lohnt sich halt schon. Also vor allem, wenn man nebenbei das noch als Gold mitnehmen will. Von dem her, ja, auf je ich weiß halt jetzt nicht, wenn man jetzt maximal mit dem Beruf ist, ne? Also sprich. Das ausgeskillt, ob man dann noch mehr rauskriegt, das weiß ich jetzt dementsprechend nicht, aber vielleicht können wir das auch nochmal testen. Klar, mehr EP kriegst du da nicht, ne? Das ist logisch. Also das, wenn du es nur für MP farmen machst, ist es egal, aber klar, wenn du schon die Sachen abfarmst, kannst du das Zeug ja auch ins AH klopfen und dann kriegt man vielleicht nochmal ein bisschen Gold. Nee, ich meine, dass die Stufe 15 nicht account, weil das ist so quasi, dass du dafür dann das mit jedem selber basteln musst, um dann die Vorlagen zu kriegen. Zumindest war es vor einer Weile noch so. Vielleicht haben sie das aber auch geändert, ne? Mit, was ist denn das Ding? Hier muss irgendwas sein. Ah, da ist es. Der Schaf spawnt schon wieder. Jetzt kriege ich auch so Zusatzreagenzien, seht ihr das? Jetzt kriege ich die ganze lebendiges irgendwas und hin und her. Also dafür hat sich vielleicht auch schon rentiert. Wo ist denn? Ach, da ist die Pflanze.
Ich dachte mir gerade schon, er greift mich nicht an, ne? Ach, wenn ich gleich draufdrücke, dann reicht mein CC, dass ich quasi nochmal reinlooten kann. So, aber ihr seht, ich kriege jetzt immer zwischen 2 und 4 Stück raus, ne? Also das hat sich auf jeden Fall rentiert, einmal die Berufe zu holen. Also wenn man das halt hier länger farmt. Ich habe jetzt nicht vor, hier das ausgiebig zu farmen. Das ist jetzt bloß zu Testzwecken. Aber das ist halt auch interessant, zwecks anderen Geschichten. Und zwar in anderen Addons, wenn man mal irgendein Erz farmt, dass man sich auf jeden Fall vorher die Berufsdinger holt, ne? Dass sich das lohnt. Und Battle for Azeroth beim Sammelberuf dann auch auf jeden Fall. Weil aufmachen kannst du es immer, ne? Kriegst halt bloß wesentlich weniger raus. Aber alles andere hätte ich ehrlich gesagt auch schwachsinnig gefunden. Weil dann würdest du es gar nicht mehr skillen brauchen, weißt du? Dann wär's ja Käse. Und eigentlich, wenn's gut gemacht ist, müsste man sogar noch mehr kriegen, wenn man es ausgeskillt hat. Weil sonst wird es ja wenig Sinn machen, es auszuskillen, sonst wird man ja quasi bloß das erste Ding lernen und alles andere wäre nebenhin, ja, schön zu haben, aber wird nichts bringen, ne, an sich. Das wäre ja auch irgendwo blöd. Muss ja irgendeinen Vorteil haben, wenn man es hochgeskillt hat. Also, accountweit angerechnet wären viele Sachen, aber wenn das irgendeine Voraussetzung für was ist, dann ist es manchmal so, dass du es nicht hast. Und ich glaube, den plus 15er musst du mit dem jeweiligen Char laufen. Zumindest war es vorher noch so, ne? Ich kann jetzt natürlich nicht hundertprozentig sagen, ob sie da nicht irgendwas geändert haben noch. Das weiß ich nicht. Weiß ich leider nicht. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall gut was mehr an Zeugel rein. Ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwo nicht direkt Trillium oder irgendwas farmen kann oder ob das immer nur so ein quasi Abfallprodukt nebenbei ist. Das muss ich mal noch gucken. Welche hat denn noch nicht? Der Tela mit dem Hütchen vorne hat noch nicht. Okay, dann schauen wir mal zu dem als nächstes. Vielleicht kriege ich ja das Charmount noch irgendwann vor Battle for Azeroth. Das auf jeden Fall. Ja, du müsstest einfach mal gucken, ob du das bei einem anderen Char machen kannst, ob du da was transmoggen kannst. Ich hatte bis jetzt schlichtweg nicht das Bedürfnis, ne, weil meine Chars eh alle ziemlich gammelig sind. Ach nee, den muss ich sowieso töten, weil ich jetzt nicht aufmounten kann mehr. So, warte. Mit welchem Tela-Char muss ich noch machen? Mit dem hier, ne? Also da muss halt immer ein bisschen rumprobieren. Gut, jetzt habe ich halt mehr Zeit damit verschwendet, hier rauszufinden, wie die Mechanik funktioniert, als hier zu testen, wie viel EP ich krieg, ne? Das müsste man vielleicht nochmal so basteln. Aber die sind immer noch rar, okay. Na ja, gut. Das ist natürlich schade, ne? Aber klar, sonst wäre der Preis auch nicht so hoch. Du kriegst jetzt noch relativ gutes Gold für so ein Trillium. Also es wundert mich. Aber es liegt halt alleine daran, weil man das halt für diesen komischen Golem braucht. Und sobald du es halt für den Golem brauchst, ne, rentiert es jetzt. Warte mal, jetzt machen wir nochmal einen Timer an. Jetzt fahren wir mal eine Viertelstunde, dann rechnen wir das hoch, dann ist das Ding nicht fertig. Wir sind jetzt bei 450. Mal schauen, ob wir die 100k in einer Viertelstunde schaffen, weil das wäre eigentlich ein ganz guter Schnitt, würde ich mal sagen. Schon wieder einen Haufen neue auf. Also, das. Du kriegst halt 2,228 quasi durch 1, ne? Das kommt halt darauf an, wie viel du jetzt in der Minute aufkriegst von den Dingern. Ich denke mal, das ist schon gar nicht so wenig. Was die, also, hier flacken halt ziemlich viele rum, ne? Weiß ich nicht, wenn ich da hinten weiterfliegen würde. Da, wo die. Also, die haben ja quasi gesagt. Hier rum und dann runter, ne? Muss ich fliegen quasi. Ich weiß aber nicht, ob da unten halt noch gut was liegt. Genau, hier rum und dann außen rum. Das weiß ich jetzt halt nicht. Weil eigentlich willst du ja vermeiden, große Strecken zu fliegen, ne? Möglichst nah aneinander die Dinger aufmachen. Das geht halt dann am schnellsten. Und ich glaube, also klar, du bist halt nochmal ein bisschen schneller, wenn du den Spot eine Weile farmst. Weil dann weißt du auch genau, wo die Spawns liegen, ne? Das ist eh klar. Das ist eh klar. Aber ich habe jetzt eigentlich, also aus einer Goldperspektive,
denke ich mal, rentiert sich das nie in einem Stundengold, ne? Weil dazu ist auch das Erz zu günstig. Also, das wird sich nicht rentieren. Weil ich glaube selbst, oder hä? Ich habe doch vorhin die Preise gehabt. Habe ich jetzt Straight Skill Master wieder ausgemacht? Disconnected? Hoi. Aber ich glaube, irgendwie so 10, 20 Gold rum war es, ne? Also, selbst dafür ist es jetzt nicht so prickelnd. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Ja, gut, hier liegt eigentlich auch ganz okay was rum. Es toppt natürlich das Ding da oben nicht, ne? Also hier oben war definitiv am meisten. Aber da können wir ja gucken. Ich kann jetzt unten die Runde fliegen und dann da wieder hingehen. Das ist, denke ich, mal am besten. Hier am Rand hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr Erze. Und quasi ein bisschen mehr Gold. Vielleicht haben die deswegen diese Runde gemacht, weil ich glaube, auch damals war es schon so, dass die Erze mehr wert waren als die Pflanzen. Damals konntest du zwar zumindest noch für Tränke gebrauchen, ne? Und jetzt, weiß ich nicht, ich wüsste gar nicht, ob die Pflanzen noch für irgendwas. Obwohl, vielleicht für Inschriftenkunde, ne? Da könnte es sich lohnen, dass du die Dinger hier klein malst und quasi dann einmal Dings draus machst. Oh, den muss ich jetzt killen. Ah, das kostet natürlich immer gut Zeit, wenn du so einen Typen killen musst. Warum kann ich das Geistereisenerz dann mit Dings teurer verkaufen? Wie kommst du auf die Annahme? Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum es da dann teurer sein sollte, als es jetzt ist. Also es kann sein, dass dann wieder mehr Leute da Transmog oder irgendwas draus basteln. Das ja, aber sonst. Ach, schau mal, hier ist so ein Scharkraut, ne? Okay, aber da kommt auch eine Teepflanze raus. Das ist ja ziemlich enttäuschend. Okay, das hier ist ziemlich kacke zum Farmen, weil hier halt scheiß viele Mobs sind, die du aus der Luft hackst. Also ich glaube, hier hinten, da sollte man eigentlich nicht lang gehen. Das rentiert sich meines Erachtens nach nicht. Jo, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend, ne? Halt, da hinten ist nur eins. Also ich mache das jetzt noch, das Level fertig, ne? Dann kann ich mir etwa hochrechnen, was du dann EP quasi bekommst, ob sich das rentieren würde. Und danach werde ich wieder normal weiter leveln in der nächsten Episode. Das war jetzt bloß einmal so ein kleiner Test, um ein bisschen zu gucken. Man muss ja seinen Horizont auch mal ein bisschen erweitern und nicht immer stumpf die gleichen EP-Methoden. Deswegen habe ich auch mal Pet Battle ein bisschen probiert. Mal auch mir Spots gesucht, wo ich einfach nur Mobs grinde, schaue, wie die Mechanik funktioniert von Instanzen, wie die EP skaliert wird und lauter so ein Zeug. Und das ist immer ganz praktisch, wenn man so bei allen Mitteln so ein bisschen guckt, okay, wo kann man was inwieweit ausreizen und dann dementsprechend auch schauen, wo man am meisten EP kriegt. Und vor allem hat man dann Alternativen, so wie jetzt, wo die Instanzen genervt werden, dass man sagen kann, okay, die Instanz ist genervt, kein Problem, ich kann ja aber immer noch Pet Battle machen oder ich kann ja immer noch das und das farmen. Also das hat auch seine Vorteile auf jeden Fall. So, was haben Sie gemeint? Jetzt sollen wir hier, glaube ich, wieder hoch, ne? Warte, ach, da unten ist das Ding. Natürlich genau die Tiger. Wisst ihr noch, wie das früher war? Du warst an der Erz oder einem Kraut gestanden und die Mobs haben dich nicht angegriffen, ne? Und dann hast du angefangen, es abzubauen und genau dann haben die Mobs dich angegriffen. Wisst ihr das noch? Kann es sein, dass die Mechanik nicht mehr so funktioniert oder war das damals nur immer Zufall? Zumindest kam es immer so vor. Du warst da gestanden, Mob greift dich nicht an und er hat sich nicht bewegt und du hackst auf das Erz drauf und auf einmal kam der Mob angerannt. Also irgendwie so, dass Mobs getriggert werden, wenn man Sachen abbaut. So kam es mir zumindest vor damals. Ich weiß nicht, ob das nur eine subjektive Empfindung war, aber. Warte mal, sollen wir da lang fliegen? Doch, wir sollen hier hoch und dann rüber, ne? Okay. Hoch und dann rüber. Wobei, so schlecht haben. Was haben wir denn angefangen bei 500. 5, 450? Jetzt haben, also 75.000 EP haben wir schon gemacht in 6 Minuten. Ja, also jetzt ganz schlecht ist es nicht, muss ich sagen. Weiß nicht, wenn du jetzt dieses komische Öl noch hättest. Dann
Also gut, die Handschuhe kriegst du anscheinend. Ja, 450 und jetzt bin ich bei 526. Also 75.000 habe ich schon gemacht. Also ich mache jetzt quasi die Viertelstunde bis halb fertig, ne? Dann haben wir auch die Stunde Video rum und schau halt quasi, wie viel ich bis dahin an EP krieg, und das rechne ich hoch. Das ist natürlich nicht ganz akkurat dann, das ist schon klar, aber zumindest so ein Indikator, wo wir etwa stehen, haben wir dann. Das ist unten. Gut, das kannst du, egal mit welchem Spec. Nee, ich habe auch keine Verzauberung dran. Nee, also es wäre sicher nochmal um einige schneller, wenn ich die Handschuhverzauberung hätte, wenn ich das Dunkelmondfeuerwasser hätte, dann baust du das fast instant ab, das Zeug. Das ist klar. Aber die Vorbereitung habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist jetzt bloß mal so ein legerer Test. Einfach mal so ein bisschen gucken, wo wir stehen mit dem Ganzen. Und mehr ist es auch nicht, ja? Mehr ist es ehrlich auch nicht. Das ist jetzt hier nicht. Also ich kann dann etwa, ich weiß ja nicht, wie viel schneller du abbaust, aber wahrscheinlich 10, 20% bessere Effektivität kriegst du wahrscheinlich noch hin, wenn du. Warte mal, wo sollen wir denn eigentlich hin, wenn man es jetzt hier einmal. Das habe ich gar nicht mal geguckt, ne? Wo ich hätte ich. Ach so, ich muss. Ach doch, hier einmal rüber und dann runter. Soll man etwa fliegen? Also so kommt schon etwa hin. Ja, also damit wär man definitiv noch mal ein bisschen besser unterwegs. Also vielleicht mit für jedes nochmal 10% mehr Effektivität könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man da schon hinkommt. Weil es bringt natürlich schon erheblich was, wenn man die Sachen schneller abbaut, ne? Vor allem, wenn die Sachen nah beieinander sind, du kaum Flugzeit hast, dann ist die meiste Zeit wirklich das Abbauen, was du brauchst. Hier sind natürlich schon viele Sachen beieinander. Boah, wenn du da kein Autoloot hast, ne, dann gehst du, glaube ich, kaputt. Dann gehst du kaputt. So ein Mars abbauen wäre cool für so ein Stuff. Also, jetzt haben wir schon 100.000 gemacht, also über 100.000 in 8 Minuten. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Und solange du erholt bist, kriegst du sogar das Doppelte noch. Jetzt weiß ich, man müsste das vergleichen, wenn man sich einen Spot sucht, wo man Mobs grinden kann. Wie blöd, ne? Wie schnell man quasi auf einem Spot Mobs grindet. Super, durch den einen, den. Ja, komm, fliegen wir weiter. Einen desorientiert, dann kam der zweite noch dazu. Das ist natürlich jetzt hier blöd, weil da ewig viele Mobs sind. Ich bin hier auf dem. Also, ich bin jetzt hier mit dem auf R da. Na gut, den muss ich eh töten. Gut, wenn du dann immer Mobs killen musst, dauert natürlich dann immer einen Ticken länger, ne? Das ist klar. Ah, oh, ich soll vielleicht den richtigen Mob ons Target nehmen. Wär zumindest für einen Vorteil. Das wäre von Vorteil. Okay, ich bin Level Up. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Sachen hier noch EP bringen. Jetzt haben wir ziemlich genau 10 Minuten. Genau, okay, das bringt noch genauso EP. Wie viel hatten wir denn jetzt etwa? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ich glaube, es waren 160.000. Ich glaube, 162.000 EP habe ich jetzt innerhalb von 10 Minuten. Das waren ziemlich genau 10 Minuten, wo ich jetzt Level Up geworden bin. Und wenn man das halt dann hochrechnet, ne? Auf eine Stunde. Ach so, der will mich bestimmt töten. Stimmt, ich bin die ganze Zeit schon im War-Mode. Mich wundert, dass noch keiner hier vorbeigekommen ist und mich umgebrezelt hat. Und nein, ich frage nicht danach, dass er mich umbrezelt, ja? Bleibt, wo ihr seid. Ich will nicht umgebrezelt werden. Ich möchte nicht umgebrezelt werden. So, jetzt kann ich sogar nochmal skillen hier. Ich glaube, das nehme ich mit. Das nehmen wir mit. Aber schon mal töten von Ding. Du kriegst über einen War-Mode, kriegst du gar nicht mehr EP für Bonus-Objectives, oder? Weil hier töten von Monstern, abschließen von Quests, ne?
Also von in Innis kriegst du eh nicht mehr und durch Abbauen kriege ich auch nicht mehr. Also theoretisch ist es total Käse, dass ich hier Warmode anhab. Und jetzt in Dings ist ja dann auch eigentlich auch Käse, Warmode anzuhaben. In nach wie heißt's hier drüben in WoD, weil da macht man ja auch nur Sachen auf, ne? Also da ist es ja dann auch schwachsinnig. Wenn wir die Viertelstunde jetzt noch kurz fertig machen, dann kann ich ja die 160k mit dem noch addieren, was ich quasi jetzt nur abbaue. Hier ist noch ein Teil. Sollen wir dann eigentlich hin, wenn man hier nach ganz oben geflogen ist? Wahrscheinlich wieder runter, ne? Deshalb habe ich mir gar nicht angeguckt, wie die Kurve quasi noch weitergeht. Achso, dann hier wieder rum, okay. Dann hier wieder rum. Ja, es war nicht so clever, das vielleicht mit hier preiszugeben. Also ich bin gerade im Schattenmontal, ne? Falls mich wer sucht. Auf Belgun im Schattenmontal bin ich gerade unterwegs. Ja, die haben das ein bisschen begrünt. Da ist einer mit der Gießkanne drüber gegangen. Ich weiß nicht, aber Bonusziel ist ja kein Quest, ne? Es ist kein Quest. Also da steht ja explizit drin. Steht explizit drin, Mobs töten. Oh, Goldener Lotus gab das. Mobs töten und. Jetzt habe ich natürlich hier das Ding nicht ready. Egal. Fliegen wir zum nächsten weiter. Also Mobs töten und Quests. Und Bonusziel. Weiß ich nicht, vielleicht zählen die Bonusziele als Quest. Das könnten wir ja später mal testen. Obwohl, aber wie teste ich das am besten? Ich müsste ein Bonusziel machen. Oder obwohl ich kann. Nee, ich sehe die ja nicht auf der Map, ne, bevor ich die nicht erkundet habe. Blöd. Wenn ich die auf der Map sehen könnte, dann könnte ich drüber fahren und das dann mitnehmen. So wird es vielleicht funktionieren. Aber anders wird schwierig, ja, wird schwierig so. Hier sind aber auch relativ viele, ne? Also wie gesagt, die Viertelstunde machen wir voll, dann rechnen wir es einmal hoch und dann kann ich etwas sagen. Und dann würde ich sagen, dass wir für das Dunkelmondfeuerwasser 10% draufschlagen und fürs. Oder weiß einer, wie viel schneller die Castzeit mit dem Dunkelmondfeuerwasser ist? Und mit der Handschuh-VZ? Aber ich denke mal, wenn wir beides 10% draufschlagen, dann sind wir schon, denke ich mal, ganz gut in dem Wert. Oh, der Char ist gespawnt. Hitten wir ihn einmal an. Oh, ich glaube, ich bin gar nicht mehr auf der Route, oder? Ich glaube, ich sollte eher da rumfliegen. Ich glaube, ich sollte eher nach oben. Ja, aber dann muss ich ja wieder in die Hauptstadt gehen, den Warmode ausmachen. Es ist ein bisschen umständlich, würde ich fast sagen. Ach, VZ ist nur für Legion. Okay, dann können wir nur 10% draufschlagen. Das wusste ich nicht. Gab's nicht auch eine VZ für den alten Content? War das nicht so? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, dass es auch in MOP eine VZ gab. Klärt mich da gerne mal auf. Ja, oder zwei Chars, aber das Problem ist, ich habe nur ein Horde und alle Chars, die haben teilweise unterschiedliche Dinger. Guck mal, wie viele Ziegen hier sind. Boah, schau mal, wenn du die wegcleaven könntest und kirschen könntest. Das wird einiges geben, ne? Da könntest du einen Haufen kirschen. Da könntest du richtig abgehen. So, wie lange haben wir denn jetzt noch? Oh, 15 Minuten, wir sind voll. So, dann schauen wir mal. Also, wir haben. Halt, warte mal, jetzt muss ich unten. 66.000 plus 100. Ich glaube, 162.000 waren es, ne? Sind wir bei 228 in der Viertelstunde. Das rechnen wir mal 4 auf eine Stunde. Dann wären wir bei 900.000 in der Stunde, die wir farmen. Und dann rechnen wir mal die 10% jetzt mal noch drauf. Schön Dreisatz. Dann wären wir ziemlich genau bei 1 Million EP. In der Stunde, die wir hier durch Kräuterkunde farmen würden. Gut. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Es wären fast zwei Level. Fast zwei Level. Gut, jetzt ist das nochmal ein bisschen hochgegangen. Weil wir jetzt quasi 90 sind, ne? Das ist schon noch ein Ticken höher. Aber es wäre theoretisch fast zwei Level, die du farmen kannst.
Vor allem, du musst rechnen, das ist der Levelbereich, der am längsten dauert, ne? Zwischen 80 und 90 ist der Levelbereich, der am längsten dauert. Hat einfach das auf sich, weil man. Warum habe ich denn jetzt den. Ach doch, jetzt sind hier wieder Preise, ne? Hat einfach das auf sich, weil da halt. Ja, also umso weiter, umso höher man von der EP ist. Ja, gutes Gold pro Stunde will ich jetzt nächstes gucken. Umso höher man von der EP ist, umso mehr braucht man natürlich, ne? Und jetzt von 90 bis 100 kannst du die Bonussachen aufmachen, das geht irre schnell. Und von 110 auf 100, von 100 auf 110 kannst du Invasion machen, geht auch irre schnell. Deswegen ist halt zwischen 80 und 90 der ätzendste Zeitraum. So, jetzt gucken wir einfach mal und zählen mal grob zusammen, was wir hier in Gold haben. Ich habe da vorher auch ein bisschen was aufgemacht, aber habe nur immer eins, zwei kriegt. Also das zählen wir jetzt einfach mal unter der Viertelstunde mit, okay? Sind wir mal so frei. Also wir schauen jetzt mal hier. Warte mal, ich tue das jetzt mal bloß rüber, dass ich das mit eintippen kann. Also, das können wir verkaufen, das brauchen wir nicht. Das Zeug, das wird auch nichts wert sein, das will keiner haben, ja. Also, das hier ist 200. Wir nehmen jetzt immer den Min-Verkaufpreis, 248, 248. Dann haben wir hier. Was haben wir den EU-Marktwert nehmen? Was haben wir hier? Nehmen wir den EU-Marktwert. Warte mal, dann nehmen wir 200. Nee, dann ist es auf allen Servern gleich. 265. Was haben wir da gemacht? 880. Okay, das haben wir hier. Haben wir 1 plus 3 Gold. Regional. Marktwert sind 58. 58 plus 930. Plus. Also, ich meine jetzt keine Silbersummen, ne? Ich meine jetzt nur ganze Goldbeträge. 1200. Oder? Okay, was haben wir hier noch? 80 Gold. Boah, das sind aber doch einiges. 3000. 2770. 71. 200. Oh, na gut, ein paar Stoffe haben wir auch noch gekriegt. 34. Also, das haben wir gekriegt, 7.500 in der Viertelstunde. Machen wir es jetzt mal hoch. Naja, gut, wären 30.000 Gold, ne? Plus Leveln. Ihr müsst es halt verkauft kriegen, ne? Ich weiß halt nicht, ob das Zeug jemand verkauft. Keine Ahnung. Aber es wären quasi fast zwei Level in der Stunde und 30.000 Gold in der Stunde, in etwa. Na, wahrscheinlich ein bisschen weniger noch. Ich hatte vorher ja noch ein paar Sachen gesammelt. Da habe ich zwar immer nur ein, zwei gekriegt, aber gut. Ja, kann man machen, ne? Also leveln und ein bisschen Gold verdienen. Ich weiß jetzt nicht sicher, ob man durch andere Sachen hätte vielleicht sogar schneller wäre. Keine Ahnung, aber dadurch, dass man noch ein bisschen Gold nebenbei kriegt, wenn ich jetzt Pet Battle mache, kriege ich kaum Gold. Naja, außer ich verkaufe vielleicht die Pets, die noch 25 sind. Und wenn ich Quest oder grinde, dann kriege ich nur minimal Gold, würde ich jetzt mal behaupten. Gut, okay. Mit dem Video war es das jetzt wieder. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.